Während bei einigen Landwirten bei Bauersuchtfrau die Hofwoche bereits dem Ende zugeht, hat sie bei anderen noch nicht mal begonnen. Bäuerin Saskia steht noch ganz am Anfang. Für sie steht in Folge 6, die RTL an diesem Montagabend im TV zeigt und die vorab bereits bei RTL Plus zu sehen ist, erst das Kennenlernen mit den Männern statt. Aber warum erst jetzt? Die 35-Jährige aus der Nähe von Hamburg ist Landwirtin im Haupterwerb und führt einen Hof für Weihnachtsbäume. Wer nun aber denkt, sie hätte das ganze Jahr über wenig zu tun, der irrt. Die Tannen müssen regelmäßig in Form geschnitten werden, damit sie zu Weihnachten verkauft werden können. Aber warum taucht Saskia erst jetzt bei Bauersuchtfrau auf? Beim Scheunenfest fehlte von der Niedersächsin, genau wie auch von Weinbauer Martin, jede Spur. In der neuesten Folge erklärt Saskia, was der Grund für ihre Abwesenheit war. Ich hatte bereits einen Termin. Ich saß in der Jury der Oscars der grünen Branche. Da war ich Jurorin, das erste Mal, verrät sie. Jetzt gibt es das kleine Scheunenfest bei mir zu Hause, freut sie sich und hofft auf ihren persönlichen Hauptgewinn. Inka Bauser bringt der Landwirtin höchstpersönlich die Liebespost auf den Hof und ist auch beim kleinen Scheunenfest dabei. Zwei Männer hat sie eingeladen, Dachdecker Reik, 24, und Mechatroniker Martin, 30. Als erstes sucht die Weihnachtsbaumerzeugerin das Gespräch mit Brandenburger Martin. Die beiden haben direkt Gemeinsamkeiten entdeckt, die Leidenschaft für Fußball und das Laufen gehen. Martin ist nach dem Gespräch begeistert. Ich hoffe, dass ich gute Chancen habe, gesteht er Inka. Aber auch Reik hat nach dem Gespräch ein gutes Gefühl. Hübsche Frau. Tolle Ausstrahlung. Würde ich gerne weiter kennenlernen, erklärt er nach der ersten Unterhaltung unter vier Augen. Nur für wen entscheidet sich Saskia letztendlich? Das sind wirklich zwei ganz sympathische Männer, muss sie feststellen. Sie sieht bei beiden Vorzüge, wie sie Inka verrät. Eine Entscheidung für oder gegen einen Mann fällt ihr schwer? Überraschenderweise verkündet sie deshalb, beide für die Hofwoche da behalten zu wollen. Für Reik offenbar ein Schock. Er schaut wenig begeistert. Dass Martin bleibt, ist für mich ein bisschen ein Nachteil, vermutet er außerdem. Dennoch versucht er zuversichtlich zu bleiben. Martin hingegen gibt sich bereits siegessicher, ich werde mich durchsetzen, weil ich ein bisschen offener als der Reik bin. Ob er damit richtig liegt oder Reik doch das Rennen macht? Noch ist das unklar. Allerdings deutet Inka Bauser am Ende der Folge bereits an, dass ein Mann den Hof wieder verlassen wird. Nach der Vorschau ist offensichtlich, es wird wohl Reik sein. Er habe kein gutes Gefühl, sieht man ihn in Folge 8 erklären. Das liege allerdings nicht an Saskia. Was es stattdessen ist, enthüllt RTL noch nicht.